Jetzt, wo es fast schon wieder Sommer ist, wo die Sonne scheint und wo wir endlich wieder raus dürfen, jetzt können wir uns vielleicht gar nicht mehr ganz erinnern, was es heisst, wirklich zu frieren. Wir haben vielleicht gerade ein bisschen Mühe, uns vorzustellen, dass in diesen alten Räumen vom Haus zur Farbe im Winter eiskalt werden kann. Die Holzwände von dem Haus sind aber nicht gerade eine super Isolation. Und wenn die Kälte im Winter rein will, hat sie nicht gerade einen grossen Widerstand zu überwinden. Tatsächlich kann es im Winter in diesen Räumen manchmal fast kälter sein als draußen. Was haben also die Familien, die im 17., 18., 19. Jahrhundert in diesem Haus gewohnt haben, gemacht, um im Winter doch warm zu haben? Der Kachelofen war im 18. Jahrhundert die einzige Möglichkeit gewesen, zum im Haus heizen. So war es wenigstens in der Stube warm gewesen. Die Familie hat sich da gemütlich machen und am Tag aufhalten. Die anderen Räume aber sind kalt geblieben und die Leute, die im Haus gewohnt haben sicher gefroren. Man kann sich darum vorstellen, dass wenn es dann am Abend dunkel geworden ist, wenn die Nacht hineingebrochen ist, dass dann die früheren Bewohner von dem Haus gern in ein warmes Bett geschlafen sind, um so sich ihren Träumen hinzugeben. Ganz egal, ob ein kleines Kind ist, wo noch in der Wiege schläft, oder ein Erwachsener im grossen Bett. Ganz so einfach ist es aber leider nicht gewesen. Denn wenn sich die Kälte einmal in den Räumen festhockt, dann schläft sie auch unter die Bettdecke unter. Dann ist es auch im Bett am Abend nicht so schnell warm. Was also hätte man da dagegen können machen? Wie hätte man sich können wärmen? Ja, was machen denn wir heute, wenn wir einmal richtig frieren und möglichst schnell wieder warm haben? Ganz einfach. Wir machen uns doch einfach eine Bettfläche parat. Ja, wir haben es heute wirklich praktisch. Fließendes Wasser in der Wohnung, ein Schnellwasserkocher, wo uns eins, zwei ins Wasser säuden tut, und Bettflaschen aus Kunststoff, die sich schön unserer Körperform anpassen. Im 18. und 19. Jahrhundert hat es im Haus zur Farbe aber kein fließendes Wasser gegeben. Der erste Schnellwasserkocher ist erst 1893 auf der Weltausstellung in Chicago vorgestellt worden. Und Bettflaschen aus Kunststoff hat es zumindest in unserer Gegend erst etwa ab den 1920er Jahren in grösserer Verbreitung gegeben. Trotzdem haben sich die Leute auch früher noch zu helfen gewusst. Und zwar zum Beispiel mit einem Gerät wie dem, das wir hier haben. Was ich hier in der Hand habe, ist eine alte Bettpfanne oder ein alter Bettwärmer. Sie sehen, der Gegenstand hat hinten einen längeren Holzstängel und mündet dann in so etwas, das wirklich ein bisschen aussieht wie eine Pfanne. Tatsächlich hat er das pfannenartige Ding da vorne öffnen und hat da dann zum Beispiel heißen Sand hineingefüllt, den man vorne im Ofenrohr angeheizt hat. Oder auch direkt glühende Kohle. Und so wie der Gegenstand, den ich hier in der Hand habe, aussieht, ist das wahrscheinlich einer gewesen, wo man wirklich mit glühender Kohle direkt angeheizt hat. Dann haben wir den Bettwärmer können an dem langen Holzstängel eben da heben, ohne sich zu verbrennen, und hat den können zwischen dem Lindtuch und dem Oberbett so hin und her fahren, um so das Bett schön vorwärmen, bevor man dann schlafen gegangen ist. Bettpfanne hat es in Frankreich schon im 17. Jahrhundert gegeben. Zuerst wirklich in Adelshäusern, später auch bei reicheren Bürgerfamilien. Im Laufe des 19. Jahrhunderts haben sich solche Bettpfannen aber auch bei der Bauernfamilie verbreitet. Die Leute hatten aber natürlich schon viel früher das Problem gehabt, dass sie kalt haben zur Nacht und haben sich nach Möglichkeiten überlegt, wie sie sich wärmen können.
Wärmekugeln hat es schon im 9. Jahrhundert gegeben. Die Wärmekugel, die Sie hier im Bild sehen, die ist etwas weniger alt. Die stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist heute im Museum zur Allerheiligen in Schaffhausen zu sehen. Aber nochmal zurück zu unserem Gegenstand hier. Diese Bettpfanne stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Wenn wir sie anschauen, sehen wir, dass sie recht einfach geschaffen ist. Ganz ohne Verzierung kommt sie daher. Es ist also wahrscheinlich ein reiner Gebrauchs- und kein Ziergegenstand gewesen. Gerade das macht sie für uns im Museum aber vielleicht besonders eindrucksvoll. Denn man kann sich so gut vorstellen, dass der Gegenstand, den ich hier in der Hand habe, wirklich gebraucht worden ist in früheren Jahrhunderten, um die Leute in der Nacht warm zu halten. Man kann sich aber auch vorstellen, dass der Gebrauch von so einer Bettpfanne nicht ganz gefahrlos war. Denn wenn da mal ein bisschen Glut rausgefallen ist, dann hätte das Bett auch Feuer fangen können. Und wenn sie in einem alten Holzhaus mal brennt hat, ist es nicht gerade einfach gewesen, das wieder zu löschen. Ich glaube, wir sind ganz froh, haben wir heute unsere praktischen und so einfach zu handhabenden Bettflaschen. Außerdem ist es jetzt ja das erste Mal Sommer. Und wir wollen uns auch noch nicht gerade die nächsten Bettflaschen anheizen. Ich freue mich, Sie in 2 Wochen dann wieder können zu begrüßen bei unserem nächsten Streifzug durch das Museum zur Farbe. Ich wünsche Ihnen bis dann eine schöne, warme Zeit. Auf Wiedersehen.